Es ist Ungeheuerliches geschehen, meine Damen und Herren. Ich muss Ihnen sagen, dass als ich das gesehen habe, mich erstmal an meinem Stuhl habe festhalten müssen, weil ich es zunächst gar nicht geglaubt habe. Aber es ist wirklich wahr, die EZB beginnt jetzt zu kippen nach der hawkischen Wende durch die Fed. Denn die EZB hat jetzt trotz aller Bekenntnisse in den letzten Tagen und Wochen, dass man die Zinsen nicht anheben wird, dass man nach Auslaufen dieses PEP-Hilfsprogramms wahrscheinlich was anderes machen werde. Die EZB hat jetzt erkannt, dass sie das nicht durchziehen kann, wenn die Fed es wirklich ernst meint. Warum kann sie es nicht durchziehen? Weil dann der Euro deutlich weiter abwerten würde, was die Importkosten für die Eurozone maßgeblich nach oben bringen würde und damit die Inflation in der Eurozone maßgeblich befeuern würde. Man kann also sozusagen sich nicht zu weit von der wichtigsten Notenbank der Welt, nämlich der Fed, entfernen. Und so ist das Ungeheuerliche passiert. Gestern sehr, sehr spät abends veröffentlicht worden, ein Interview mit der EZBs Isabel Schnabel, die ja nach wie vor nicht aus dem Rennen ist in Sachen Bundesbankpräsidentin. Und sie hat Seltsames gesagt. Kürzlich hatte sie ja noch gemeint, naja, also hier sei ein Fehler aus dieser ultralaxen Geldpolitik zu früh auszusteigen. Man habe eher Sorge vor zu geringer Inflation etc. Also diese ganzen Sprüche aus dem Spätmittelalter. Aber jetzt sagt sie plötzlich, die negativen Seiteneffekte des Bond-Buying-Programms durch die EZB, negative Seiteneffekte, da würden jetzt die guten Effekte immer weiter abnehmen. Und jetzt ist es so, dass diese Politik der EZB Assetpreise inflationiert habe. Hups. Und jetzt Risiken praktisch heraufbeschwört von finanziellen Instabilitäten. Das alles habe Moral Hazard, also praktisch diesen moralischen By-the-Dip-Manie, die sozusagen keine Rücksicht kennt, hier hervorgerufen und habe zu exzessivem Risiko und Überbewertungen geführt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie schnell Madame Schnabel jetzt hier gekippt ist von etwa, glaube ich, 1,5 Wochen war es noch her oder eine Woche, als sie gesagt hat, Inflation eher zu niedrig, wir müssen unbedingt weitermachen mit der ultralaxen Geldpolitik und jetzt plumps, wir behaupten mal eben das Gegenteil. Und da ist sie in sehr, sehr guter Gesellschaft mit jemand anderem, nämlich Jerome Powell. Denn der hat jetzt es auch schon geschafft, das vierte Mal eine geldpolitische Wende zu absolvieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie glaubwürdig ist die Fed noch? Also diese Wende kam ja sehr plötzlich. Jerome Powell hat ja auch immer gesagt, transitory, Inflation ist transitory. Und dann plötzlich mit der Neunominierung durch Joe Biden hat er gesagt in seiner Erklärung zu dieser Nominierung, ja, Inflation oberste Priorität, die ist nicht so vorübergehend, die müssen wir jetzt bekämpfen. Also völlig 180-Grad-Drehung. Und das ist die vierte 180-Grad-Drehung. Erinnern wir uns an Dezember 2018, als Powell gesagt hat, Fettbilanz wird reduziert auf Autopilot, die Märkte runtergecrashed mit einem scharfen Abverkauf, 20% verloren. Und dann hat er gesagt, habe ich alles nicht so gemeint. Anfang Januar, das andere war im Dezember, kurz vor Weihnachten, habe ich nicht so gemeint. Das war die erste Wende. Und dann gab es die zweite Wende sozusagen mit Beginn der Corona-Krise. Nun gut, die kann man noch irgendwie nachvollziehen. Und dann kam hier und natürlich auch die Glaubwürdigkeit der Fed mit den nicht bisher zutreffenden Prognosen in Sachen Inflation etc. Dann diese permanenten Drehungen durch die Fed. Das knabbert natürlich schon ein bisschen an der Glaubwürdigkeit. Also wir hatten die erste Drehung, Bilanz auf Autopilot, hat dann Powell zurückgenommen. Dann diesen Shift in der Corona-Geschichte. Okay, das war ja irgendwo logisch oder zumindest nachvollziehbar. Dann im August 2020 dieses neue Inflationsziel der Fed, als Powell gesagt hat, als die Fed gesagt hat, naja, wir lassen temporär jetzt mal die Inflation auch über 2% steigen, ohne dass wir dann nervös werden, ohne dass wir dann irgendwie darüber nachdenken, die Zinsen anzuheben. Das war die dritte Wende und die vierte Wende war eben das, was wir dann jetzt mit der Neunominierung durch Joe Biden gesehen haben. Inflation nix transitory, also viermal ist der ABC was viel. Und so warnt hier Dudley, Ex-Chef der New Yorker Fed, dass es nicht nur ums Tapering gehen wird, sondern dass die Fed insgesamt deutlich hawkischer auftreten wird.
Und ich meine, dass Dudley da wahrscheinlich einen Punkt hat, zumal er den einen oder anderen vielleicht ja noch kennt. Warum ist das so? Warum gibt es diese hockische Wende durch die Fed aufgrund der Inflation? Hier City Global Inflation Surprise Index, Allzeithoch. Also das heißt, die reinkommenden Inflationsdaten sind viel höher als erwartet. Am Morgen kommen ja diese Daten aus den USA, die Verbraucherpreise. Und wenn wir hier uns mal die bisherigen Verbraucherpreise anschauen mit 6,2% und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die jetzt so bei, naja, knapp 1,5% liegt, dann ist da natürlich ein gewisses Missverhältnis. Und die Kritik an QE wird jetzt insgesamt immer lauter. Hier der Chef des Anleihenhandels von HSBC, dieser Großbank, hat gesagt, die US-Regierung hat effektiv praktisch von den Kindern Geld geborgt und hat es den Eltern gegeben. Und das sei vielleicht eine nur begrenzte gute Idee, das kann man nicht ewig machen. Und genau das ist das Problem. QE hat ja weniger die Wirtschaft jetzt gestützt als die Finanzmärkte gestützt. Man musste ab einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt nichts mehr tun in Sachen QE, weil das Ziel war ja eigentlich, die Zinsen runterzudrücken. Die waren sowieso auf Null oder negativ. Warum muss ich dann noch weiter Anleihen kaufen, um die Zinsen runterzudrücken? Hat sich mir nie ganz erschlossen, aber sei es drum. Und hier sehen wir eben diese sehr gefährliche Inflation in Sachen Lebensmittel. Das ist das, was die meisten Menschen dann direkt betrifft. Hier sehen wir etwa die Fertilizer Prices, also die Düngermittelpreise, die eben durch die Decke schießen, weil Strom so viel teurer geworden ist. Dadurch lohnt sich teilweise die Produktion von diesen Düngermitteln gar nicht mehr. Es sei denn, der Preis steigt eben so krass, dann nehmen die Produktion wieder auf. Aber Düngermittel wiederum, der sehr teuer ist, sorgt dann dafür, dass eben die Landwirte höhere Kosten haben für das Futter ihrer Tiere. Und so hatte ich gestern darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich direkt Stichtag 1.1.2022 massive Preiserhöhungen nicht nur bei Lebensmitteln wie Eiern, sondern wahrscheinlich auf breitester Front sehen werden. Und das trifft viele Leute ziemlich arg. Und vor 40 Jahren, kleine historische Reminiszenz, da ist ein Mann in die Fed gelaufen, schwer bewaffnet, und wollte die Fed-Mitglieder als Geiseln nehmen damals. Damals war der Leitzins oder war die Inflation auch extrem krass. 40 Jahre, das war 1971, und der war verzweifelt über eben die so harte Inflation und über die so hohen Leitzinsen und forderte praktisch die Fed-Mitglieder auf, die Leitzinsen zu senken. Der konnte dann überwältigt werden, dieser Mann, ohne dass was passiert ist. Der hat dann später einen Wärter erschossen, als er das Holocaust-Museum besucht hat. Also das war ein etwas merkwürdiger Typ. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich harte Konsequenzen hat, wenn die Inflation so nach oben schießt. In den USA ja die Ladendiebstähle mit einem massiven Spike nach oben als eine Folge dessen. Aber es trägt sich noch etwas anderes, wirklich Skurriles zu. Das Zweite, was mich fast umgehauen hätte. Xi Jinping und die Notenbank. Jetzt hat die sogenannte Antikorruptionsbehörde in China hat die chinesische Notenbank durchsucht oder beziehungsweise hat denen einen Besuch abgehalten, ist da mal eben vorbeigekommen. Das ist so in etwa, naja, wie kann man das vergleichen, in die Mafia in Sizilien, die schickt, wenn sie eine Warnung senden will, ein Schweinsohr. Diese chinesische Clan-Mafia, die sozusagen die roten Prinzen darstellt, diejenigen, die beim langen Marsch dabei waren, die schicken eben ihre Korruptionswächter und sagen, pass auf, tu was ich will, sonst hast du ein Problem. Das Signal ist offenkundig an die Notenbank Chinas, an die People's Bank of China. Mach die Geldpolitik lockerer. Ich habe ein Riesenproblem, das zeigt, wie Peking fast schon in Panik ist aus meiner Sicht, dass man solche Dinge hier tut. Das erinnert so ein bisschen an Recep Erdogan. Die beiden verstehen sich sehr, sehr gut, wie wir auf diesem Bild hier sehen. Also das sind schon erstaunliche Entwicklungen. Ich wollte Ihnen dieses Bild hier zunächst zeigen. Wir sehen, dass daraufhin die chinesischen Aktienmärkte, als diese Meldung kam, deutlich nach oben geschossen waren. Es gab heute übrigens auch Daten. Die Producer Prices sind um 12,9% gestiegen, statt 12,1% erwartet in China. Da gingen die Verbraucherpreise nur in Anführungszeichen 2,3% gestiegen, statt der 2,5%. Und jetzt interessant ist nochmal aus den USA mit China. Hier hat das Abgeordnetenhaus ein Gesetz verabschiedet, das darauf hinausläuft, dass amerikanische Reeder keine leeren Container mehr nach China schicken dürfen, sondern nur noch volle Container. Man will also den amerikanischen Export
ein bisschen anfeuern. Das könnte diese ganze Lieferkettensituation dann noch verschlimmern. Denn die Chinesen haben dann wiederum zu wenig Container, sodass sie dann etwa nach Europa vielleicht etwas weniger transportieren können. Das alles ist ein Rattenschwanz. Wenn jetzt so ein Eingriff passiert wie durch die USA, dann kann das unabsehbare Konsequenzen haben. Die Amerikaner haben übrigens dann auch noch eine Bill verabschiedet, die China bestrafen soll wegen der Unterdrückung der Uiguren. Das hatten wir vorhin schon gesehen. Jetzt kommen wir mal zu der Markets. Wir sehen hier Wall Street mit dem dritten Tag mit Gewinnen, S&P 500 0,3%. Aber praktisch ganz, ganz knapp unter dem bisherigen Allzeithoch. Es ist die Omikron-Party, die hier gelaufen ist. Es ist die Frage, sehen wir jetzt dann die Inflationsparty und die Fed-Party am Freitag und nächster Woche Mittwoch, wenn die Fed kommt. Das ist eben jetzt die entscheidende Frage in Sachen Jahresend-Rally. Wir sehen, dass hier massiv Shorts abgebaut wurden, wie Goldman Sachs sagt. Da wurden also Short-Positionen deutlich, deutlich abgebaut. Es ist auch und vorwiegend ein Short-Squeeze, der hier passiert ist. Und hier in diesem Chart sehen wir mal Omikron, Powell, also die Aussagen von Powell, haben dann die Märkte deutlich stärker weiter zurückgeworfen. Jetzt sind wir fast wieder da, wo wir vorher waren. Geht es jetzt da drüber oder geht es nicht drüber? Das ist the question. Wir sehen beim VIX unten hier, dass der fast schon dein Aufwärtsgap hier geschlossen hat. Und wir sehen, dass nach wie vor die Recovery Stocks gut laufen, also die Reopening Stocks im Sinne von Corona ist bald vorbei, weil Omikron ist milde, die laufen ganz gut. Die Valuations, die Bewertungen an den Märkten sind deutlich zurückgegangen, bis auf die US Large Caps, hier sehen wir das, dunkelblau. Da hat sich nichts verändert, also das andere ist schon deutlich billiger geworden zwischendurch. Und jetzt haben wir 5 Firmen, die insgesamt eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen Dollar haben, unter anderem Apple, Microsoft, Apple ja gestern wieder neues Allzeithoch, 2,85 Billionen. Man wächst ja natürlich exponentiell mit seinen Umsätzen und Gewinnen, dementsprechend natürlich jedes Allzeithoch gerechtfertigt, das 10 Billionen ist etwa das knapp Dreifache des deutschen BIP. Aber gucken wir mal die Realrenditen, die Real Earnings Yield an. Die sind so negativ wie never ever before. Und normalerweise ist das übergeordnet nicht so super gut, wie die Bank of America zeigt. Wir hatten bisher 4 Vorkommen dieser negativen Realrenditen. Alle wurden dann durch einen Bärenmarkt bereinigt wieder. Bärenmarkt kann es ja nicht geben, meine Damen und Herren, diesmal ist alles anders. Stocks always go up, not down. Dementsprechend ist das natürlich Fake News. Omikron ist etwa 4-mal praktisch infektiöser, aber halt wahrscheinlich milder. Zumindest sagt jetzt diese Studie 4-fache Infektionswahrscheinlichkeit mit Omikron. Und ist jetzt die Fed-Party eingeleitet, die Jahresendrally eingeleitet, nachdem eben jetzt hier die Omikron-Party gelaufen ist. Also ich finde jedenfalls extrem interessant, was da jetzt passiert mit der Fed. Ich finde das mit China einen wirklichen Hammer, aber dass die Notenbanker so schnell umfallen wie ein Jerome Powell, der das monatelang behauptet und dann plötzlich das Gegenteil behauptet. Jetzt eine Isabel Schnabel, die praktisch komplett das Gegenteil behauptet von dem, was sie vorher gesagt hat, der jetzt plötzlich auffällt, dass hier Assetblasen erzeugt werden. Vorher konnte das ja keiner ahnen, aber jetzt ahnt man es plötzlich, nachdem die Fed eben diese hawkische Wende vollzogen hat, bei der man irgendwie im Sog mitgehen muss. Das ist schon sehr, sehr spektakulär, meine Damen und Herren. S&P 500, war das der Start der Jahresend-Rally? Ein Artikel, den ich Ihnen anempfehle, der das große Bild mal wieder entwirft. Wie es mit den Aktienmärkten steht, werde ich unter dem Video verlinken. Wünsche jetzt einen guten Start in diesen Donnerstag und sage Servus und Ciao.